Das Jahr 89, 90 bleibt das wichtigste Jahr meines Lebens. Am 3. Oktober erinnern wir uns an das Wunder der friedlichen Revolution und des Mauerfalls. Die Mauer ist weg! Die Mauer ist weg! Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen und ich habe erlebt, dass meine Stadt durch eine Mauer getrennt war. Dass es einen bis hierhin und nicht weiter gab. Und ich sehe mich noch an diesem Grenzkontrollpunkt bei der Einreise stehen, mit flauem Gefühl im Magen. Wenn ich heute über die ehemalige innerdeutsche Grenze fahre, dann kriege ich mich kaum ein vor lauter Glück, dass wir uns in diesem Land frei bewegen dürfen. Wir können dankbar und hoffnungsvoll weitergehen. Wir sind so weit gekommen, haben so viel gelernt, können ehrlich sagen. Wie haben Sie im letzten Jahr den Tag der Deutschen Einheit gefeiert? Haben Sie ihn überhaupt gefeiert? Wir haben eine Idee, wie Sie ihn super feiern können. Und zwar mit der Initiative 3. Oktober Deutschland singt. Im letzten Jahr haben hunderte Orte deutschlandweit den Tag so gefeiert. 30 Jahre deutsche Einheit. Für die schönen Zeiten, die guten Tage, die ruhigen Nächte, die uns begleiten, all deine schönen Seiten. Quer durch Deutschland, von Nord bis Süd, Ost bis West, wir alle sind gemeinsam verbunden. Das ist auch ein Zeichen von Einheit. Wir laden ein, am 3. Oktober um 19 Uhr, gemeinsam den größten Dankechor des Jahres mitzugestalten. Gemeinsam zu erinnern, was war, aber auch gemeinsam zu feiern, was ist und besonders zu gestalten, was sein wird. Deshalb seid dabei. Seid dabei. Seid dabei. Seid dabei und meldet euch an. Als Veranstalter im Vorhinein oder als Teilnehmer am Tag selbst. Ich schaffe mit Kerze in der Hand und mit Maske einen gemeinsam verbindenden Moment im gesamten Land. Lasst uns das Leben, was ist. Danke für die schönen Zeiten, die guten.